Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von mir, Dracus Gameson. Heute wieder zurück mit Battlefleet Gothic Armada. Heute habe ich mir gedacht, wisst ihr was, ich habe letztens über das Spiel gesprochen. Ich sollte noch mehr über das Spiel machen, weil das Spiel ist gut. Es macht viel Spaß, hat ein paar gute Modi und die Kampagne ist ziemlich umfangreich. Und ich persönlich dachte mir daher, weißt du was, lass uns ein paar mehr Videos machen, jetzt über den Multiplayer. Ja, Multiplayer, ich habe ein paar Felder gespielt. Elder habe ich schon mal erwähnt, sind ziemlich schlecht. Kommen sie mich schlecht vor, weil sie sehr schwer sind. Orks kann ich mir nicht antworten, weil sie mir zu primitiv sind. Imperial Fort habe ich versucht. Man sieht im Video eh, wie sehr das gescheitert ist. Und dann habe ich halt Chaos begonnen. Man sieht, Level 5, weiß ich begonnen habe aufzunehmen, etwas niedriger auf Level 3 oder 2. Hab dabei ein bisschen hochgelevelt und ja. Ich hoffe, euch gefällt das Video und ihr werdet die ganze Ausmaß von meiner Flotte und noch mehr gleich nach dem Intro sehen. Und natürlich, wenn wir nett sind, scheinen wir gut Luck gefunden, weil das machen nette Leute. Wir sind natürlich nett. Oh. Ja, wir sind nett. Sehr nett. Wollt ihr mich? Nein. Nein. Warum? Warum zerstört ihr alles Mögliche von mir? Oh, weh. Oh nein! God damn it! Ich hasse mich! God damn it! Ich hab mein eigenes Schiff reingefahren! God damn it! Nein! Ich hab mein Schiff zerschossen. Gott. Damn it. Warum? Was zum? What the? Ah! Was zum? Okay. Okay. Okay, ja, easy. Du fliegst dich bitte nicht. Und du fliegst mit einem Masturinenfeld hinein. Das fällt mir gerade auf. Schön Nurgel, oh Gott, das ist gerade vielleicht nicht so toll, aber ja. So, und jetzt noch ein Blitzschlag rein. Und da sind seine Torpedos weg. Und jetzt gibt es nur noch Schaden zu machen. Ja, bitte konzentriere dich mal auf den Schaden und du kannst theoretisch so dich erstmal rumbewegen. Oh. So, nichtsdestotrotz brauche ich trotzdem hier noch weiter Jäger, bitte. Weil, und du kannst ruhig mal angreifen. Yep. Das werdet ihr wohl über machen müssen. So. Das hat aber Priorität Nummer 1, habe ich eh schon gegeben. Und der hat Priorität Nummer 2. Ja, auch nicht die. So, oh Gott, Triebwerke kritisch. Also das Schiff macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Das ist ein bisschen mein Problemschiff. Macht eh Schaden. Lol, okay, gut. Fliegen dann eigene Schiff an. Dein Gott, das ist gerade chaotisch. Das ist gerade das chaotischste Kampf, den ich je seit langem hätte. Neue Jäger bitte und... Oh, mach endlich mal Schaden. Das Schiff ist halt wirklich gerade extremst beschädigt und das wird er zerstören. Ah. Ich treffe immer die falsche Fähigkeit, fällt mir gerade auf. Okay, komm, wir reiten hier mal kurz raus. Wir sind mit diesem Schiff mal hier, bitte kurz. So, komm, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Eins. Zwei, reparieren wir dich erstmal. Du bist schon repariert, du kannst doch reparieren.
Ja, das sieht ganz gut aus eigentlich. Mal Schaden konzentrieren bitte. Ich weiß nicht, bei ihm will ich mich sogar zerstört. Und weg ist deine Nova-Kanone. Gut, jetzt kommt dein zweites Schiff dran. Dieses Schiff tatsächlich würde ich mehr auf Schaden konzentrieren. Nice. Aber gerade, was ich so sehe, sollte es eigentlich wegbleiben von dem Schiff. Deine Nova-Kanone. Nein, deine Nova-Kanone haben wir gerade zerstört. Nice. Das ist sehr toll. So, du flieg mal bitte. Oh Gott. Ich glaube, ich werde dieses Schiff jetzt zurückziehen. Komm, du verschwinde erstmal da unten im Nebel. Aufhören. Aufhören, sagte ich. Oh Gott, was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Brand, das macht Brand. Nein, mein Generator ist kritisch. Oh, um Gottes Willen, nein. Okay, wir. Nein, oh Gott, okay. Nein, ihr habt nicht die. Oh, ihr seid so. Ah, ihr habt die ganze Zeit durchgeboostet. Nein! Das war nicht Teil des Plans. Das Tank. Das nicht Tank. Oh, God damn it! Nein! Ah! Oh, warum funktioniert das bei denen so gut? Ja, keine Ahnung. Irgendwas? Warum kannst du es nicht mehr an? God damn it. Oh Gott, meine Leben! Warum bewegst du dich? Oh nein. Ja. Ready eternally. Tremble, for chaos comes. So, dann wir beginnen mit dem Angriff. Du Angriff vorbereiten und. Wo ist die Nova-Kanone? Wo sind die Schwarmwaffen? So, dann beginnen wir mal. Also. Angriff. 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 So, wir brauchen die hier noch. Und das war's dann so ziemlich. Aber eigentlich soll ich mit denen da eher im Kreis fliegen. Und die auch so. Gut. Oh, so eine schöne Chaos-Eskorte. Dann schauen wir mal deinen Generator, bitte. Dann mal schauen, wie toll ich das gefällt. Und Angriff, bitte. Ah. Ah, erfolgreich. Geht doch. Triebwerk kaputt. Nicht genau das, was ich haben wollte, aber es geht schon. Dann aktivieren wir noch hier bitte Aufladen. Aufladen. Und da passt bitte auf, dass ihr nicht reinfliegt. Du hast dich auf Einschlag vorbereitet. Du hast dich noch nicht auf Einschlag vorbereitet. Wir können mal beginnen mit dem Reparieren. So, und du kannst mal näher ranfliegen, bitte. Du bist Nurgel, du musst näher ran. So, und jetzt angriffen, bitte. Komm, 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 komm. Erfolgreich, komm, wir wollen den Generator ausschalten. Turm vernichtet, ist das? Nein, wir haben den Nova-Kanone noch immer nicht zerstört. So, dann bitte mal Bombenkommando rein. Bombenkommando, bitte. Reparieren. Komm, wir zerstören deine Schiffe. Wir schaffen das, wir schaffen das. Oh ja, Nurgel macht seinen Job toll. Nurgel macht seinen Job sehr, sehr gut. Gut, zwei Schiffe auf einmal zerstört. Oh, damn it. Du bist jetzt mad. Alle mal fokussen auf die Nova-Kanone, bitte. Meutern der Captain. Okay, wir schaffen das. Ah, wir können nicht abbrechen. Stimmt. Okay, wir brauchen, müssen die Schild zerstören. Gut, jetzt können wir. Wir können auch immer nicht. Okay, warum können wir nicht? Wir können, okay, wir können Nova-Kanone wieder wegkommen. Okay, jetzt ist aber zerstört. Ja. Das war toll. Es war ein sehr guter Kampf. Komm schon, wir können es abbrechen. Ja, erfolgreich. Du wirst mir nicht wegkommen. Du wirst das nicht überleben, mein Freund. Du wirst das nicht überleben. Wir haben das mit relativ niedrigen Verlusten geschafft. Wir haben eigentlich gar nichts verloren. Generator bitte und höchste Priorität. Der Nurgelschiff, dass ich noch um das kleine Schiff hin kümmern. You're unstoppable! Oh ja, komm, flieg in die Minen. Komm, komm, du schaffst das, du schaffst das. Du kommst mir hier nicht weg. Du schaffst das nicht.
Rammen! Nein! Ah! Gott, der hätte ich jetzt beinahe geschafft. Oh Gott, das rammt jetzt bitte nicht auf meinen Chef. Gott, damit ich ramm mich selber sogar noch. Nein, ich ramm mich. Nova-Kanone. Eindeutig. What the? Wo ist mein Schild hin? Was soll die Scheiße? Warum, um Gottes Willen, gebe ich dir den Befehl, nicht da reinzufliegen? Natürlich, damit du reinfliegst. Goddammit. Warum ist das Schiff schon wieder so getrennt von der Flotte? Goddammit. Mach mir einen Gefallen. Nein! Okay. Fragezeichen, okay. Keine Right. Keine Right. Okay. Also, wir haben wieder mal in der Mitte eine schöne Gaswolke. Ich glaube, die wird ausnutzen. Wir haben bei uns eigentlich ein riesig großes freies Feld. Das heißt, wir werden uns höchstwahrscheinlich bis zur Hälfte vorkämpfen. Und dann werden wir uns mit Slanesh einen kleinen unfairen Vorteil erkämpfen. Ich werde aber eine Sonne so nach links schicken, so dass ich versuchen anzutäuschen, dass ich nach links fliege dann. Dann kann ich zumindest mitten im Kampf raus. Ich muss dazu sagen, Nurgle hat tatsächlich sehr gute Arbeit gemacht. Dieses AOE-Schaden im Weltraum, das hat mich echt überrascht. Ich habe mich gefragt, das wird nicht so gut sein. Tatsächlich, es ist unglaublich gut. Es ist einfach... Ja, vor allem schaut euch dieses Graf an. Ich kann mich so irgendwie erinnern, das hat Auge sollte sich drehen, aber okay. Okay. Das war jetzt irgendwo überrascht, aber okay. Hat er mich... Was macht er mit mir? Okay. Ich glaube, das war doch gerade eben... Oh, das wird es... Ich habe das Gefühl, dass das alles Kanonenfutter. Ich sag nicht, dass das alles so 100% Kanonenfutter sind. Das hinten sind die wichtig Guten. Okay. Ah, ich wette, ich weiß schon, was er macht. Ich wette, er hat hinten zwei Schiffe mit Nova-Kanonen. Oder zwei kleine Schiffe. Und alles da vorne ist nur pures Kanon. Aber es könnte auch eigentlich sein, dass er vielleicht seine Schiffe sogar jetzt hinten aufheben will, weil er sie, ich weiß nicht, ist das gerade der Typ, gegen den ich gerade gespielt habe? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Es sind nicht so wenige Spieler, dass man nicht dauernd gegen seine eigenen, gegen seine alten Leute kämpft, aber, ja. Ja, der hat 100% Kanonenfutter reingeschickt. Gute Arbeit. Warum auch immer. Ich glaube, er will mich jetzt rammen. Es laggt ein bisschen. So, dann kann ich gleich mal das... Nein, wie kann ich das mal? Oh, kann ich gerade nicht. Okay. Okay, kann ich halt nicht. Stimmt, ich habe die Einstellung noch nicht genommen. Stimmt, habe ich das Kornschiff schon eingestellt? Nein, habe ich noch nicht. Okay, dann kämpfen wir gegen die da oben. Oh Gott, es leckt unglaublich. Höllenmist. Gott, sind Höllenqualen, die ich hier leider. Okay, ich glaube, mein Nurgelschiff schafft das Solo. Okay, dann, was kann ich jetzt sagen? Ich will gerne wieder rauskommen, danke. Okay, von mir aus. You don't dare to. Okay, irgendwie kann ich es irgendwie selten benutzen, bis gar nicht. Dann rahmen wir einfach mal. Ah, little bastard. Ah, ja, ich hätte mich nicht so lange mit den Kanonenfutter aufheben sollen. Egal. Who cares?
Ich krieg die Punkte, das ist wichtiger. Ich krieg Punkte. Scheiß Weiche. Okay, okay. Weißt du was? Dann kriegen wir jetzt nochmal schöne Grafikdarstellungen von dem wunderbaren Spiel eigentlich. Ja. Okay. Okay, das war jetzt... Das war... Nein, das war nicht wirklich lustig. Es war einfach. Das war jetzt ein bisschen langweilig. So, du rast mich in die jetzt rein. Nurgle wird jetzt rasen. Bist du reingefahren? Oh, Korn. Weißt du was? I don't really give a shit. Okay, ich habe keine Ahnung, was diese Fähigkeit machen wird. Jetzt räumen wir auf, ihr scheiß Bastarde! Komm etwas näher noch, dann kann ich dich mit meinem Fluch besetzen. Du mich verarschen? Versuch das wirklich noch? Oh, jetzt seid so schön nahbärmlich. Ist das oben schon zerstört? Ich hoffe es. Ich glaube, ich habe den schon in Priorität gesetzt. Nein, habe ich tatsächlich noch nicht. Dann hast du sie jetzt. Weil... Ich bin da nicht so lustig drauf heute. So, dann legen wir mal ein bisschen Schaden auf drauf. Siehst du, deswegen spiele ich keine Elder, weil sie sich nicht auszahlen in meinen Augen. Feuer, Feuer, komm, 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 nein! Ich danke euch natürlich wieder mal fürs Anschauen meines Videos. Ich persönlich hatte Spaß, das Spiel zu spielen, und ich werde solche Videos in der ungefähren Ausführung noch weiterhin machen. Ein paar weitere Folgen lassen sich noch ausholen. Ich persönlich fand es spaßig, das Spiel zu spielen, auch wenn ich zugeben muss, gegen Ende habe ich mich ein bisschen reingesteigert. Ich hatte ein bisschen übertrieben vielleicht, aber ich fand es allem ziemlich lustige Erfahrung auch. Was ich noch sagen wollte ist, gelegentlich ist Video und Audio ein bisschen ab. Eigentlich, ich gerade eben spackt ein bisschen mein Mikro rum, das muss ich die ganze Zeit irgendwie umstellen, manchmal ist es zu laut, dann ist es plötzlich zu leise und funktioniert es bei Teamspeak nicht. Beim Video ist mir aufgefallen, es war viel zu laut eigentlich, es hat gelegentlich einfach übersteuert. Ich hoffe, ich werde das beim nächsten Mal nicht so machen, habe es aber leider auch nicht die Zeit, alles nochmal neu aufzunehmen, weil das waren immerhin 2 bis 3 Stunden, die ich aufgenommen habe, die ich dann zusammengeschnitten habe. Und man muss bedenken, das war jetzt reines Glück, dass ich großteils der Spiele halt gewonnen habe, weil hätte ich verloren, hätte ich viel mehr Spiele grinden müssen und hätte versuchen müssen halt, das dann zusammenzuschneiden, und das wäre dann viel mehr Aufwand, und ja, ich habe dafür nicht die Zeit gerade eben. Es sind immerhin bei mir auch ein paar Tests jetzt an der Tür angekommen, und die muss ich jetzt leider bewältigen. Daher hoffe ich zumindest, dass dieses etwas schwächere, aber doch auch zum Teil unterhaltsame Video euch vielleicht ein bisschen gefallen hat. Daumen nach oben, nach unten, je nachdem was euch gefällt, Abo, Favo immer gerne, und Kommentare, falls ihr gute Ideen habt, oder falls ihr mich einfach davon wissen lassen wollt, wie sehr ihr Chaos hasst, bzw. Imperium vergöttert. Je nachdem, macht, was ihr machen wollt. Man sieht sich dann nächstes Mal wieder Mittwoch mit einer weiteren Folge von Eisweise Herr der Ringe wieder. Mal lange her. Ich will mal wieder zurück zu den Wurzeln kommen. Und ja, das war's soweit von mir. Ich danke euch fürs Zuhören. Ciao, ciao. Man sieht sich beim nächsten Mal.